Alright, Freunde, es ist wieder Zeit für Maggies Boulevard. Are you ready? Berlin hat mehr zu bieten als Kneipen und ne Park. Das Industriegebiet, das schöne Heimatlied, den Wikipedia-Eintrag. Lauter nette, liebe Leute wohnen in unserer Stadt, wo es keinen gibt, der dich nicht liebt, wenn er dich im Herzen hat. Es ist Berlin, Berlin, mein Berlin. Du bist mein Hauptgewinn, ganz egal wo ich bin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Rom hat das Kolosseum, Paris den Eiffelturm. London hat den Tower, China eine Mauer, Brüssel das Atomium. Gehe ich auf die Reise von München bis nach Wien, steh ich vom Taj Mahal am Niagara-Fall, verliss ich mein Berlin. So ist Berlin, Berlin, mein Berlin. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, ganz egal wo ich bin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch herzlich zu Maggies Boulevard. Wir haben wieder spannende Gäste, interessante Themen und viele Überraschungen. Berlin, du alte Pflanze, hast aus dir was gemacht. Ob arm oder reich, das ist hier jedem gleich. Mann, wer hätte das gedacht? Bist nicht kaputt zu kriegen, in deine Beine liegt Musik drin. Ich will am Kudamm stehen, unter Linden gehen, Hauptsache in Berlin. Das ist Berlin, Berlin, mein Berlin. Du bist mein Hauptgewinn, ganz egal wo ich bin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Berlin, Berlin, mein Berlin. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, ganz egal wo ich bin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Ganz egal, wo ich bin, ich hab Heimweh nach Berlin. Liebe Freunde, ich begrüße euch hier zu Maggies Boulevard bei TV Berlin. Wie schön, dass ich heute wieder den roten Teppich ausrollen darf für tolle Gäste und interessante Themen aus der Welt der Unterhaltung. Ja, und wie ich hier ins Studio gehe, was sehe ich neben mir? Zwei kleine Mäuse. Und da sagt die eine Maus zur anderen, guck mal, da oben hängt mein neuer Freund. Sagt die andere, bist du bekloppt, das ist doch eine Fledermaus. Sagt sie, ach so, mir hat er gesagt, er ist Pilot. Ja. Und nun, liebe Gäste, fliegen wir gleich zu meinem ersten Studiogast. Ich bin so glücklich, dass er sich Zeit genommen hat. Johannes Hallervorden. Und Ihnen wünsche ich viel Spaß bei Maggies Boulevard. Ja, und schon sitzt er bei mir, Johannes Hallervorden. Hallo, grüß dich. Hallo, freue mich sehr. Ach, das ist schön, dass du da bist. Also eigentlich wollte ich ja jetzt eine rauchen gehen, aber der letzte Raucher, liebe Gäste, sitzt bei mir im Studio. Schön, dass du Zeit hast. Johannes, du hast etwas Großartiges gemacht. Du hast den Schritt gewagt, ein eigenes Theater zu gründen, die Berliner Schnauze. Wie bist du auf die Idee gekommen? Naja, es war so, dass meine Co-Intendantin Josephine Striebeck-Kellner, mit der ich das Theater zusammen leite, wusste, dass ich schon lange nach einem Raum suchte und dann tat sich dieser Raum auf und sie hat mich gefragt, ob wir das zusammen machen wollen und da habe ich natürlich verrückt, wie ich bin, sofort Ja gesagt. Ja, verrückt muss man sein, in der heutigen Zeit ein Theater aufzumachen. Ne? Alle anderen machen zu und du machst auf. Das ist doch Wahnsinn. Ihr hattet auch mal so ein, während der Renovierungsphase so einen Spruch an der Hauswand, wer ein Theater gründet. Oh Gott, ob ich das jetzt zusammenkriege. Sie können sicher sein, wer ein Theater in diesen Zeiten gründet, kann garantiert nicht von Geiz und Gewinnsucht getrieben sein, sondern von Idealismus und einer Prise Verrücktheit. Ja, und eine Prise Verrücktheit gibt es in deinem Theater. Das Schöne ist, jeder kann zu Gast sein. Ihr habt eine bunte Mischung. Habt ihr euch auf etwas spezialisiert? Mir ist wichtig, im Spielplan eine möglichst große Diversität zu zeigen. Also natürlich kann man auf dieser Bühne jetzt keinen Faust spielen, das ist dafür zu klein. Auch und, kein Wasserbecken. Nein, also natürlich ist der Hauptpunkt Unterhaltung, wobei Unterhaltung immer auch etwas mit Haltung zu tun hat. Ich setze vor allem, und das ist glaube ich das Hauptmerkmal des Spielplans,
auf hohe Qualität. Ich will immer nur Sachen zeigen, von denen ich denke, auch die würde ich selber gerne sehen und die würden mich auch amüsieren oder interessieren. Ja. Das ist die Maßgabe des Spielplans. Das Tolle ist, euer Theater ist ja auch so wunderbar erreichbar. Ja, U5, Frankfurter Tor, unweit vom Alexanderplatz, sehr zentral gelegen. Man kommt gut hin, sogar von Steglitz aus ist es nur eine halbe Stunde mit der Bahn. Also man ist schnell da. Also auch das Auto stehen lassen, so ein kleineres oder ein größeres Getränk dann noch zu sich nehmen. Mein Gott, das ist wieder diese meine Zunge, wenn zu viele Worte der Zunge im Weg sind. Du hast ein tolles Theaterstück mit auf den Weg gebracht, was diese ganze Corona-Situation mit auf den Weg oder auch ein bisschen auf die Schippe nimmt. Corinna und David, erzähl uns ein bisschen darüber. Ja, Corinna und David ist ein Stück, das ich bereits 2020 gelesen habe und wusste, dass ich das irgendwann mal spielen will. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber, dass es noch zu früh war, weil viel zu viel noch an Aktualität da war, wo man dachte, um Gottes Willen, jetzt will ich nicht auch noch daran erinnert werden. Die Zeit ist mittlerweile gekommen, dass man das Ganze auch rückbetrachten kann und sich erinnert manchmal, ach ja, stimmt, das war ja auch noch. Und einem dann bestimmte Dinge wieder lustig auffallen tatsächlich. Es geht um Folgendes. Zwei junge Menschen, die sich im Internet kennengelernt haben, wollen sich dann zum ersten Mal treffen, kennenlernen. Nur ist gerade der Beginn des ersten Lockdowns. Deswegen, man kann sich nicht im Restaurant treffen. Sie treffen sich also bei ihm, bestellen dann Pizza bei dem Italiener, wo sie gearbeitet hat. Jetzt natürlich nicht mehr, weil alles zu ist. Der Pizzabote kommt rein, liefert die Pizza ab. Sie besäuft sich aber so, dass sie am nächsten Morgen aufwacht, weil sie nicht nach Hause gekommen ist. Wacht auf, die beiden entschließen sich, also das mit uns hat nun wirklich keinen Sinn, das funktioniert überhaupt nicht. Und in dem Moment klingelt es an der Tür, Gesundheitsamt, der Pizzabote war positiv, sie müssen jetzt hier zusammen 14 Tage in Quarantäne bleiben. Man kann sich natürlich vorstellen, dass das ein enormes Pointenpotenzial birgt, eine Riesensituationskomik. Und ich habe eine tolle Kollegin, Solveig Kolecki, mit der ich das spiele, eine Mordskomödiantin, das macht einen großen Spaß und den Leuten auch. Viele Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Das ist in diesen heutigen Zeiten sehr, sehr, sehr selten geworden. Viele Theater kämpfen ja gerade mit Publikumsschwund. Ja. Deswegen bin ich wirklich sehr dankbar und glücklich über diesen großen Rückhalt des Berliner Theaterpublikums. Das ist wirklich, hast du unglaublich, was unsere Berliner für uns bereithalten. Ich sage ja immer, diese Sendung ist ja auch eine Liebeserklärung an Berliner, an unsere Berliner. Und das ist wirklich, also was ihr mit dem Theater geschafft habt, wunderbar. Ich darf ja auch zu Gast sein Ende des Jahres. Ich glaube am wievielten, 12.? Am Silvester. An Silvester. An Silvester. Und davor noch zu Weihnachten. Und davor noch zu Weihnachten mit Maggie Christmas. Also Berliner Schnauze, geht's auf die Homepage. Da kann man immer rausfinden, was gerade läuft. Und das reichhaltiger Spielplan. Mit Corinna und David. Sie müssen das Plakat sehen, dann verstehen Sie dieses großartige Wortspiel, was dahinter steckt. Also ich habe es auch erst beim näheren Betrachten rausgefunden. Der Untertitel ist auch sehr schön. Eine Komödie in 19 Quarantänen. Ja, ich freue mich drauf. Auf alle Fälle gibt es ja auch noch jede Menge, auch in Dessau zu erleben. Ja. Ein seltsames Paar werden wir da sehen. Ja, wir spielen zwei Wochenenden, die ersten zwei Novemberwochenenden, das Stück Ein seltsames Paar in Dessau, in der Marienkirche. In dem Mitteldeutschen Theater, das mein Vater ja eröffnet hat, am 4. September. Auch dort muss man sagen, es ist sehr, sehr schwierig, wohl Publikum zu kriegen. Daher Leute, die in der Nähe von Dessau wohnen oder Leute kennen, schickt die da rein, weil auch da gibt es einen reichhaltigen und schönen Spielplan. Ein seltsames Paar werden die meisten Zuschauer kennen mit der Verfilmung. Das ist in dem Fall eine Produktion vom Seefestival, wo ich ja im Sommer immer spiele, jetzt schon seit 2020 und wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Da spielt der Martin Sand, der Festivaldirektor, den Felix und den Gegenpart, den Oscar, spielt Guido Hammesfahr, bekannt aus Ladykracher oder auch aus Löwenzahn seit mittlerweile fast 17 Jahren. Löwenzahn, das ist ja meine Kindheit. Ja. Da war ich noch so eine kleine Baby-Drag-Queen, da sprühte schon der Löwenzahn aus dem Boden. Ach, das ist schön. Genau. Und ich spiele dann einen der beiden, in dem Fall Skat. Brüder, normalerweise ist es ja eine Pokerrunde. Wir haben das ein bisschen personell eingedampft. Aber es macht trotzdem einen sehr großen Spaß. Wir haben das schon im Schlossparktheater gespielt. Wir haben es jetzt in Neuruppin gespielt.
Und jetzt eben auch in Dessau. Ja, und ich freue mich sehr darauf. Das macht großen Spaß. Und so schließt sich auch der Kreis, denn wir haben ja unsere Kartenlegerin Silvi Collin heute wieder in der Sendung. Und sie wird gleich ein bisschen für uns in die Karten blicken. Vorher habe ich aber natürlich noch einen Termin, den wir Ihnen, liebe Gäste, nicht vorenthalten möchten. Der 18.11. in Neuruppin. Ja, der 18.11. in Neuruppin, da spielen wir ein ganz besonderes Programm. Ich und der, also mit dem Martin Sand zusammen, mit dem Festivaldirektor des Seefestivals. Was soll das ganze Theater, heißt der Abend. Da geht es um zwei Schauspieler, die zusammen einen Brell-Abend, einen Jacques Brel-Abend machen müssen, aber den sonst solistisch machen. Und natürlich überhaupt nicht davon begeistert sind, den teilen zu müssen. Zumal der eine, sprich ich bin ja französischer Muttersprachler, singt diese Chansons im Original auf Französisch. Und Martin Sand singt die auf Deutsch. Davon bin ich wiederum überhaupt nicht begeistert. Und es entwickelt sich auch da eine schöne Situationskomik zwischen zwei Schauspielern, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen und es dann doch haben und zueinander finden. Und auf der anderen Seite sind da diese wunderschönen Chansons von Jacques Brel. Wir haben großartige Playbacks und das lohnt sich tatsächlich sehr. Da spielen wir im Hangar in Neuruppin am 18.11. Neuruppin ist ja auch genau wie Dessau, ganz leicht mit der Regio zu erreichen, auch wenn man in Berlin wohnt. Man kann auch mal aus Berlin raus, dauert nur eine Stunde. Ja, und schade, dass wir das 9-Euro-Ticket nicht mehr haben, aber vielleicht können wir hier mal ein bisschen die Werbetrommel für das 9-Euro-Ticket wieder kurbeln, dass das wieder kommt. Du hast gerade gesagt, ich habe es ja gelernt von dir, in der Bretagne aufgewachsen. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch. Und träumst du Französisch oder Deutsch? Das ist unterschiedlich. Meistens Deutsch, weil ich auf Deutsch arbeite und die meisten Kontakte hier natürlich auf Deutsch sind. Aber wenn ich jetzt lang genug in Frankreich wäre, dann ändert sich das auch wieder. Also das ist wirklich mal so. Ja, hast du das Schluckerl Wein mit rübergebracht zu uns in die Berliner Schnauze? Gibt's was? Sicher. Auf wen dürfen sich die Gäste denn noch freuen bei euch in der Berliner Schnauze? Wer kommt zu euch noch? Wir haben wunderbare Konzerte. Antje Rietz ist zum Beispiel da mit einem großartigen Liederabend. Der Günther Rüdiger, das ist der Leiter des Zimmertheaters in Steglitz, ist da mit einem Weihnachtsprogramm. Das wird auch, glaube ich, sehr, sehr schön. Und. Also es ist wirklich ein reichhaltiger Spielplan zwischen Comedy, Kabarett, Theater, Konzerten, Lesungen. Es ist wirklich für jeden Geschmack, glaube ich, etwas dabei. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja, da müssen wir auch wirklich Danke sagen, dass du diesen Schritt, diesen Mut gewagt hast. Und Antje, weißt du, dass Antje mit mir zusammen im Admiralspalast schon mal aufgetreten ist bei Maggie Christmas? Ist das eine Süße? Ich glaube, die ist super. Die laden wir auch in die Sendung ein. Antje ist eine der kollegialsten, fairsten Menschen, die ich kenne. Und dazu auch eine Ausnahmekünstlerin. Also wie die singt und im gleichen Atemzug dann Trompete weiterspielt. Ich finde das beeindruckend. Und noch auf einen Bass und sämtliche Musikinstrumente klettert. Also dann trinken wir einmal auf Antje Rietz und auf Antje auf das auch. Und auf die Kultur und auf einen Besuch in der Berliner Schnauze. Genau, und jetzt da freue ich mich drauf. Und jetzt schauen wir rüber zu Silvi Collin. Mhm. Ja, liebe Gäste, Silvi Collin ist mein Gast heute, hat sich zu uns ins Studio verirrt. Nein, verirrt nicht, du bist ja... Ich bin schon ganz gezielt hierher gekommen. Du bist ganz gezielt hier reingekommen und sie hat uns wieder die Karten mitgebracht und wird für uns einen Blick in die Karten werfen. Bevor sie das allerdings tut, möchte ich mal fragen, Silvi, beim Kartenlegen erfährt man ja Verschiedenes. Was war denn dein witzigstes Erlebnis? Also man erfährt ganz, ganz viel und man weiß über Leute sehr, sehr viel. Und das ist ja auch eine Vertrauenssache. Aber es gibt natürlich manchmal auch so kuriose Sachen. Ich hatte eine Dame, das ist schon ziemlich lange her, der habe ich gesagt, sie haben einen kleinen Blechschaden mit ihrem Auto, ist aber nicht so schlimm. So, die hat dann, ist dann rausmarschiert, hat vorher noch bezahlt, ne? Klingelt kurz drauf wieder und sagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt weinen oder lachen soll, aber ich bin gerade rückwärts gegen die Laterne gefahren. Daraufhin habe ich gesagt, ist denn schlimm? Nee, sagt sie, ist nur so eine kleine Stelle. Aber wissen Sie, was schlimm ist? Das ist das Auto von meinem Mann und der weiß gar nicht, dass ich weg bin. Oh. Das fand ich ziemlich, also sagen wir mal, die Prognose war nun wirklich eingetroffen innerhalb von 20 Minuten. Ne? Das Timing war ungünstig. Ja, aber so Sachen wie zum Beispiel, wenn Damen auf den Herzkönig warten oder Männer auf die Herzdame, das dauert keine 20 Minuten, das dauert auch gerne mal 2-3 Jahre.
wollte ich nur noch mal dazu gesagt haben. So, ja. Drei Karten für dich, zieh mal was drei Schönes. Drei Karten, eins. Hier ich muss bitte, ja, ja. Zu dir. Ich will sie immer hier Richtung Zuschauer. Oh, also sag zwei mal. Und die. Sag mal, also jetzt bin ich ja platt. Ein neuer Vertrag, der dir sehr zu Ruhm verhilft. Ach. Dann hast du hier, kannst du selber lesen, großes Glück. Ich habe ja nicht solche Karten, wo keiner weiß, was das bedeutet. Ne? So wie Tarot mit so einem Gehängten und so. Hier kannst du alles selber lesen. Du musst ja, aber noch ich habe meine Brille nicht. Ich auch nicht. Du musst noch, ich weiß aber aus dem Kopf. Du musst noch ein bisschen Geduld haben. Das dauert etwas länger, aber das sind bombastische Karten. Herzlichen Glückwunsch. Aber schau, mit euch als Studiogäste habe ich doch schon mein Glück. Also mehr brauche ich doch gar nicht. Du hast mit uns keinen Vertrag. Aber schön, dass ihr da seid. Dann soll ich? Übergebe ich dich in die, oder ich übergebe Johannes in deine Hände. Also ich habe ja schon mal Geburtsdatum abgefragt, das braucht man ja hier nicht thematisieren. Du hast Sonne und Merkur und ich bin da sehr erstaunt drüber, weil Merkur heißt Verstandesschärfe, intellektuelles Wesen, gute Rhetorik, vielseitige Berufsinteressen. Und das ist eigentlich nicht so dieses Künstlerische, das ist mehr so ein bisschen kopfgesteuert. Solltest du erst Maschinenbau studieren oder wie war das bei dir? Naja, meine Arbeit ist ja nicht nur künstlerisch, meine Arbeit ist ja dahingehend auch vielfältig, dass ich beispielsweise ja auch hier rhetorisch funktionieren sollte. Mhm, genau. Und natürlich auch, technisch, auch kaufmännisch Kaufmännisch, richtig. Naja, klar. Wenn du selbstständig bist, ja sowieso, dann kommt dir das zugute. Merkur, Leute, also dein anderer Planet ist Sonne. Das haben fast alle, die auf der Bühne stehen. Das heißt nämlich Popularitäts- und Öffentlichkeitsaspekt, offenes Ohr für andere, guter Verdränger, immer strahlen. Das ist bei Sonne. Du hast übrigens die letzten zwei Jahre ziemlich viel Stress gehabt. Also richtig. Von der Pandemie ganz abgesehen, denke ich auch persönlich, wollen wir auch nicht auseinanderpflücken, aber die letzten beiden Jahre bis jetzt Frühjahr waren sehr stressig. Jetzt kommt mehr so die ruhigere Zeit, nicht von ganz ruhig, sondern von nicht so anstrengend. Ne? Und der ganz große Wendepunkt, jetzt mal alle zuhören, das ist erst 2025, da wirst du komplett durchstarten. So, das war es ja noch nicht, deswegen kannst du ja auch nicht nicken, also einmal mischen. Wird gemacht. Oh, ganz neu. Ja, habe ich extra ausgepackt, dass es ein bisschen flutscht. Da muss man ja länger mischen. Boah, man kann ja nichts reinmischen, ne? Das Schnitt kommt ja sowieso. Aber du machst das professionell, ja, also genau. Ich bin sehr begeistert. Sollte man hinkriegen. So. Danke. Oh, die erste Karte ist gleich das Goldfischglas. Und Fische heißt ja, also die Asiaten haben ja in der kleinsten Imbissbude ein Aquarium, weil sie daran glauben, dass Fische Geld bringen. Mhm. Und du bist hier, hast hier das Fischeglas, das heißt, kleine Fische, große Fische, kannst du alles möglich machen. Mhm. Dann hast du eigentlich eine Freundin? Das ist kompliziert. Ach so, Status kompliziert. Also hier liegt eine, die dich anhimmelt, du guckst aber weg. Ja, man hört die Antwort. So, Klassiker, Umzug wird sein, aber nicht so schnell. Ist da was geplant? Eigentlich nicht. Also du drehst aber deiner Wohnung den Rücken. Und du guckst direkt in die Arbeit rein. Guck mal her, das ist jetzt zwar ein Gärtner und ein Schuster, aber das ist die Arbeitskarte. Mhm. Du guckst da direkt rein. Das bedeutet auch, dass du dich vor Arbeit bald nicht retten kannst. Und dann nochmal drei. Am besten, du guckst da nicht so hin, weil ich habe die jetzt aufgedeckt hingelegt. Sieht bestimmt vollkommen bescheuert aus. Nein, du musst sie mir aber auch geben. Und stopp, stopp, das reicht schon. Nee, du musst mir, jetzt kannst du wieder die Augen aufmachen. Ja. Welche soll ich denn zuerst nehmen? Die war auch noch dabei. Also dann nimm ruhig die Die hier, das ist der Joker, das ist die Glückskarte. Das ist überhaupt die beste Karte, die man haben kann. Die lege ich jetzt hier auf die männliche Hauptperson, das ist so üblich. Also dir kann überhaupt nichts passieren. Du hast keine Krankheit liegen, du hast keinen Pleiteaspekt liegen. Deine Wohnung ist zu teuer. Oder du musst da jetzt irgendwas investieren. Hast du Eigentum schon? Nee, ne? Ach, Immobilien machen Immobilien. Was willst du damit? Du hast doch noch so viel vor. So willst ich bin sehr glücklich mit meiner Wohnung. Ah, okay. Hast du noch eine andere, die du vermietet hast oder irgendwas? Naja, das will ich dann irgendwann mal wissen, was das bedeutet hat. So. Ich werde mich melden. Sehr schön. So, außer, dass du zum Zahnarzt musst, hast du auch gesundheitlich keine Probleme. Mhm. Zahnarzt, keine Krankheiten, kein Pleiteaspekt. Und beruflich sehr gute Karten. Ja, jetzt
mach noch mal die Augen zu und gib mir noch mal die Herzdame. Nein, 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 fast, war fast richtig. Okay. Das ist ein Mann, der Karo-König. Das ist jemand, ein Geschäftsmann, der dich irgendwie unterstützt. Mhm. Also du hast gerade den Finger zwischen deinem Vater und dieser Herzdame gehabt. Beides wäre interessant gewesen. Aber der kommt vielleicht noch. Oder es ist ein Notar, Rechtsanwalt oder sowas, dass du da was mit zu tun hast. Mal sehen. Hast du noch eine Frage? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und uneigentlich? Auch nicht. Okay. Ich guck mal, was auf mich zukommt. Ja, dann möchte ich hier noch mal eine, weil verdeckt ist ja immer besser. Die nehmen wir nicht. Die hätte ich vorher rausnehmen müssen. Das heißt aber Neubeginn. Was ist das denn? Lies du mal. Unverhofftes Geld. Hallo, wer zahlt denn heute? Ja, das war's erstmal. Ja. Jo. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten, siehst du? Also wir werden uns auf alle Fälle ganz oft bei dir im Theater wiedersehen. Aber ich möchte auch hin. Ja, gerne. Das ist doch selbstverständlich. Dann machen wir einen gemeinsamen Ausflug in die Berliner Schnauze. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide heute bei mir in der Sendung wart. Und ja, so schnell vergeht die Zeit und was die Zukunft bringt, wir werden es sehen. Und Dankeschön natürlich an Johannes Hallervorden und Sylvie Collins. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. All right. Ich sag Dankeschön, Darling, Dankeschön. Ich freu mich schon auf unser Wiedersehen. Alles war ja so wunderbar, weil ich nur durch dich heute Nacht grenzenlos glücklich war. Ich sag Dankeschön, Darling, Dankeschön. Ihr allein, ihr könnt mein Herz verstehen. Alles war ja so wunderbar, weil ich nur durch dich heute Nacht grenzenlos glücklich war. Ja, liebe Gäste, ich sage Dankeschön, dass Sie bei Maggie's Boulevard dabei waren. Und natürlich ein großes Dankeschön an meine Studiogäste heute Abend, Johannes Hallervorden und Sylvie Collin. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei TV Berlin für die Möglichkeit, Maggie's Boulevard zu präsentieren. Dann natürlich ein Dankeschön bei Juwelier Leicht für die freundliche Unterstützung und mein Chefredakteur Mr. Sunshine himself, Dennis Schönwetter. Denn denken Sie immer daran, überall, wo Herzen schlagen, kann man eine schöne Zeit erleben. Und damit sage ich Dankeschön. Ich sage Dankeschön. Ihr allein, ihr könnt mein Herz verstehen, das bei euch stets verweilen will, weil es Freud und Leid jederzeit gern mit euch teilen will, wenn wir auch auseinandergehen und uns auch länger nicht mehr sehen. Mein Gefühl, das wird nie vergehen. Und das letzte Wort, das ich sage, ist Dankeschön.